Hallo liebe Rollerfreunde, hier ist wieder Nicole von Scoot Repair und wir haben ja ein Video darüber gemacht, wie wir bei der Piaggio Nuit Typhoon einen neuen Auspuff verbaut haben, und zwar den Technigas Q-Tree. Und mittlerweile haben wir einen anderen Auspuff dran, das ist der Leo Vinci SP3. Und eure Frage war ja beim letzten Auspuffvideo, wie haben wir die Anschlüsse von den Katalysatoren, die ja ursprünglich bei den Originalauspuff dran sind, verschlossen. Und das wollen wir euch nochmal zeigen, das ist im Prinzip ganz einfach. Wenn man die Box von den Katalysatoren abbaut, dann bleibt einzig und allein dieser Schlauchanschluss mit der Öffnung. Und dafür baut man sich im Prinzip, weil es gibt dafür einfach nichts zu kaufen, jetzt direkt für diesen Anschluss, um den zuzumachen, haben wir einfach einen Gummistopfen dahergenommen, der eben genau passt in diese Öffnung rein, haben den nochmal abgedichtet mit Gewebeband, weil er hier ein kleines Löchlein hatte. Genau, und den passen wir hier in diesen Gummischlauch ein. So. Eingesteckt. Man sieht schon, passt sehr gut. Und um das Ganze dann nochmal zu fixieren, nehmen wir hier eine Schelle. Hier sieht man auch, an dem Anschluss ist noch von der ursprünglichen Schelle diese Einkerbung. Da kann man die Schelle auch wieder drauf tun und einfach festschrauben. Ja, das war es im Prinzip schon. Ganz einfach. Und ja, ihr könnt schauen, was ihr findet an Teilen, die da eben direkt reinpassen. Wichtig ist, dass es dicht ist, dass mit einer Schelle nochmal fixiert wird, dass da nichts rausfallen kann oder rausrutschen während der Fahrt. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen. Euch haben die Infos was gebracht und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Lasst uns ein paar nette Kommentare da, ein paar Likes oder sogar ein Abo. Bis dann, sag ich wie immer, gute Fahrt.